Moin Christian, habe ich dir. Du, heute ist doch Donnerstag, oder? Ist eigentlich Holzfuchs-Time. Letzte Woche, glaube ich, ist auch schon kein Video von dir gekommen. Alles gut bei dir? Oder bist du verhindert? Oder hast du keine Idee für ein Video? Was ist denn los? Habe dir, Peter. Alles gut. Bin nur kurz eingenickt. Geht sofort weiter. Schalt ein. Komm gleich. Bis gleich. Dann bock was. Grüßt euch und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Holzfuchs. Ja, nach zweiwöchentlicher Pause, Zwangspause, was heißt Zwangspause? Ich habe ein paar private Projekte abarbeiten müssen, damit der Haussegen gebaut bleibt. Und von daher habe ich jetzt die Kamera nicht immer dabei gehabt und dadurch habe ich das Videomaterial einfach nicht gehabt in der letzten Zeit, dass ich ein Video eingestellt habe. Kann ab und zu mal wieder passieren, auch wenn ich noch sehr viele Ideen habe, was ich euch noch sagen kann. Kann es schon sein, dass ich immer wieder mal aufgrund der Knappheit der Zeit, der eine oder andere wird das sicher von euch auch kennen, dass einfach dann kein Video erscheint. Nichtsdestotrotz möchte ich mich heute mit einem kleinen Schmankerl bei euch dafür entschuldigen für die Pause. Viele von euch wollten es in die Kommentare oder haben es in die Kommentare schon mal gefordert. Heute werde ich liefern und zwar möchte ich euch heute meinen Forstanhänger vorstellen. Wenn es euch interessiert, bleibt dabei, dürft ihr mir gerne zuschauen. Bis gleich! Bevor der Wagen mir in die Hände gefallen ist, war das ein Bergmischstreuer, ein Mengele ES200G. Da im Bild seht ihr jetzt ein Foto, wie der Original ausgeschaut hat. Das ist jetzt allerdings nicht dieser Wagen. Das ist ein Foto aus dem Netz. Aber so hat er mal ausgeschaut, wie er noch neu war oder wie er noch nicht umgebaut war. Ja, der Anhänger ist Baujahr 1975 und ist wahrscheinlich neu gekauft worden und ist dann also quasi aus erster Hand in der Landwirtschaft eingesetzt worden. Als die Landwirtschaft dann aufgegeben wurde, hat der Mischstreuer auch seinen Einsatzzweck verloren und ist somit ungenutzt herumgestanden. Ich habe dann sehr lange überlegt, was ich denn mit diesem Anhänger anstellen könnte. Ich habe überlegt, ob ich nicht verkaufen sollte, aber da war er mir eigentlich zu schade, weil er ja eigentlich technisch noch gut ist. Ich meine, optisch hat er damals schon so ausgeschaut, wie er, oder ähnlich ausgeschaut, wie er heute ausschaut, aber an sich war er noch gut beieinander. Hab dann überlegt, ob ich nicht einen Rückgewagen draus bauen sollte. Wobei man sagen muss, die ursprüngliche oder eigentlich wären eher Ladewagen als Basisnummer für einen Rückgewagenumbau oder halt dann größere Miststreuer. Und da war halt jetzt dann eher, dadurch, dass ein Bergmischstreuer ist, eigentlich eher ein bisschen ja, zu klein, zu windig, darf man bei uns in Bayern sagen. Ja, da wir überwiegend Brennholz machen, ist dann schnell die Überlegung gekommen, dass ich einen Meterholzwagen mache, dadurch, dass er innen eine Ladeflächenbreite hat von 1,20 Meter. Haben wir dann gedacht, ja gut, dann machen wir einen Meterholzwagen draus. Er hat eine sehr niedrige Silhouette, eine sehr niedrige Ladekante jetzt mittlerweile. Als ich dann so während den Baumaßnahmen oder während die Baumaßnahmen so vorangeschritten sind, sind so die Überlegungen gekommen, ja, was ich denn für Raffinessen einbauen kann, um uns das Leben ein bisschen zu vereinfachen. Hab dann ein bisschen rumgezeichnet, hab mir das eine oder andere hin und her überlegt, so manche Idee wieder verworfen. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, denke mir, Mensch, wir schinden uns immer mit unseren, vor allem mit den Buchenstämmen, auch wenn sie nur noch einen Meter haben, die aufzulegen. Also händisch ist das Ganze kaum zu bewältigen, schon gar nicht, um es auf einen Anhänger zu buxieren. Ein Kran oder ein Kran war damals noch nicht angedacht, einfach durch das, dass er halt schon, ja, also insgesamt hat er eine zulässige Gesamtmasse von 2,7 Tonnen, also es ist eine 2,3 Tonnen Achse drin und 400 Kilo Stützlast, wo er dann auf den Traktor bringen darf.
Und somit sind wir bei 2,7 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Wenn man da jetzt auch noch einen Kran mit dran baut, dann kann man sich vorstellen, dass man da relativ schnell dann auch an die Grenzen kommt. Also ein Kran ist nicht in Frage gekommen, und wie ich dann so den Kratzboden ausgebaut habe, ist mir hinten die Welle und das Zahnrad aufgefallen. Und da ist dann die erste Idee für diese Schwinge, also für diesen Stammheber, der hinten angebracht ist, entstanden. Ich zeige euch das alles dann im Detail, wie ich das gelöst habe oder wie ich da herangegangen bin, aber jetzt einfach so die Baumaßnahmen, die Bauschritte, die ich damals gemacht habe, euch ein bisschen zu erläutern. Als ich dann die Schwinge hinten hydraulisch gemacht habe, denke ich mir, Mensch, eigentlich kann man das ja auch als Ladeflächenerweiterung sehen. Und ja, ich habe dann die Schwinge quasi so dimensioniert, dass ich auch 4,10 Meter Stammholz fahren kann, also Fixlängen quasi. Und habe mir dann noch Steckerungen dazu gemacht, auch das zeige ich euch nachher in der Detaildarstellung. Um die Lastverteilung etwas effizienter zu machen, habe ich dann auch die Achse um 20 cm weiter in Richtung Mitte gesetzt. Also die Achse war eigentlich 20 cm weiter hinten. Die habe ich ein bisschen weiter vorgesetzt, einfach wie gesagt, um die Lastverteilung ein bisschen optimaler zu gestalten, dass nicht so viel Druck auf den Traktor kommt. Und so ist es jetzt eigentlich so, dass bei 4,10 Meter Fixlängen, wenn ich geladen habe, ist die Achse ziemlich in der Mitte. Ein bisschen nach hinten, dass natürlich schon auch der Bullock noch ein bisschen Druck kriegt. Aber die Hauptlast liegt eigentlich dann auf der Achse. Hab dann noch relativ schnell gelöst die Bremse umgebaut auf Druckkopfbremse. Ursprünglich war da eine Bremse mit manuellem Hebel eingebaut. Also das heißt, man hat da händisch bremsen müssen. Da ist ein Hebel auf den Traktor draufgesteckt worden, wie man so früher gehabt hat. Und dann hat man halt da händisch den Wagen bremsen können, also keine Auflaufbremse. Das habe ich dann umgebaut. Ich habe das ganze Seilzug, Bautenzug, Gedöns ausgebaut und habe einen Druckluftbremszylinder eingebaut, habe ein Bremsventil eingebaut. Und weil ja der 8006 mit der Druckluftbremse ausgestattet ist, ist das jetzt natürlich die komfortabelste Lösung. Ja, so viel genug der Worte. Also das waren jetzt quasi die Rahmenbedingungen und was ich alles gemacht habe. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Gehen wir von vorne nach hinten. Was habe ich jetzt alles an dem Wagen verändert? Wie gesagt, die erste Maßnahme war, dass ich die Bordwände an der Schräge abgeschnitten habe und habe die Bordwände nach unten gesetzt. Somit ist da eine Ladekante entstanden, die ja relativ massiv ist. Es gibt den Ganzen auch wieder Stabilität. Das ist nur in Anführungszeichen 2 mm Blech, aber so wie es verschweißt und ausgesteift ist, hat das Ganze schon eine gewisse Grundstabilität. Vorne dran habe ich dann ein Prallgitter angeschlagen, also einfach um das Ganze nach vorne hin zu begrenzen, eine Ladewand zu haben, also eine Stirnwand zu haben. Seitlich habe ich da dann Rungentaschen eingesetzt. Hat ganz einfach den Hintergrund, wenn ich Stammware fahre, dann weiß ich natürlich bei der Bordwand gar. Und dazu habe ich rundum, also auf jeder Seite, drei Rungentaschen gemacht. Natürlich auch mit den entsprechenden Rungen dazu. Um die Rungen zu fixieren, habe ich da Kipperbolzen eingesetzt. Also das sind quasi dieselben Bolzen, die man auch beim Kipper hat, zum Abstecken der Kipprichtung. Die sind somit verliersicher und man braucht nicht lange rumfummeln. Dadurch wird quasi, werden die Rungen dann auch da drin gehalten. Also somit kann man die Rungen dann auch nicht verlieren. Wie gesagt, 6 an der Zahl. Auch diese Rungentaschen geben dem Ganzen oder der ganzen Bordwand noch etwas mehr Stabilität. Zwischen Achse und Fahrzeug habe ich dann links und rechts noch zwei Stauboxen. In den Stauboxen sind zum einen die Haken drin, die ich brauche, wenn mal die erste Lage an Stämme und Meterholz aufgeladen ist. Wenn es euch interessiert, wie das Ganze im Betrieb ausschaut und wie das funktioniert, ich blende euch da oben mal ein Video ein, da seht ihr diesen Hänger, wie ich ihn im Betrieb habe.
wie das auch mit der Ladeschwinge funktioniert. Da könnt ihr auch schauen, für was dass diese Hebel sind. Sagen wir Hebel. Die finden eben in dieser Staubbox Platz. Wie gesagt, dieselbe Box haben wir auf der drüben Seite noch, aber da kommen wir dann noch dazu, wenn wir drüben sind. Die originalen Unterlegkeile, damit der Wegrollen verhindert wird, die waren ursprünglich vorne angebracht. Ja, vermutlich haben sie da Platz gehabt. Wie gesagt, da ist ja die Ladefläche schräg raufgegangen. Ich weiß nicht, warum dass man die vorne da hat. Ich habe es jetzt dann zu die Räder gemacht. Macht in meinen Augen am meisten Sinn. Und ganz drauf verzichten wollte ich auch nicht. Da kommen wir jetzt dann zu dem, was die meisten von euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Das ist quasi das Herzstück von meiner Ladeschwinge. Das ist die ganze Mechanik, die dahinter steckt. Das ist ein Hydraulikzylinder. Und das, was ihr da seht, das ist das Zahnrad, das ursprünglich den Kratzboden angetrieben hat. In dieses Zahnrad habe ich vorne als Aufdopplung ein Stückel Stahl eingeschweißt, habe dann ein Loch durchgebohrt mit 18 mm Durchmesser. Da ist dann ein Bolzen gehaltet, also einfach durchgeschraubt, mit der M18er Mutter gekontert quasi. Und somit ist der Bolzen da drin gelagert. Da ist der Zylinder angeschlagen und durch die Drehung, also quasi durch das Ausfahren von dem Zylinder, wird dann das Zahnrad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das heißt, die Schwinge bewegt sich nach oben. Wenn der Zylinder einfährt, dreht sich das von euch aus gesehen im Uhrzeigersinn und die Schwinge geht nach unten. Das ist eigentlich der ganze Zauber. Bei einem Betriebsdruck von 160 bar, so wie er jetzt an der 8006 liefert, oder die Hydraulikpumpe vom 8006, so muss ich sagen, kann ich Stämme mit bis zu 300 Kilo Gewicht laden. Wobei man sagen muss, die 300 Kilo sind nur notwendig, wenn die Spieße vorne eingesetzt sind, also die Arme, die ich vorher erwähnt habe, die wo ich gerade gesagt habe, die wo in der Staukiste drin sind. Wenn man wirklich schwere Stämme hat, dann tue ich die immer auf die unterste Lage und dann braucht er eigentlich nicht 300 Kilo hin. Weil sobald wir sie hinten die Schwinge hoch bewegt, fangen die Stämme auf der Schwinge an zu rollen und rollen quasi näher an den Drehpunkt heran und somit verringert sich auch die Kraft. Dann sind wir auch schon hinten angelangt. Wie gesagt, da ist die Schwinge. Wie es angetrieben wird, habt ihr gerade gesehen. Da hinten ist ein großes Flacheisen, eine große Stahlplatte angeschweißt. Die fungiert wie ein Widerhaken, die steht quasi ein bisschen nach oben. Das heißt, sobald man den Stamm auf die Schwinge drauf gerollt hat, kann er quasi dadurch, dass das angewinkelt ist, nicht mehr nach hinten wegrollen oder nur sehr schwierig. Auf dieser Stange werden dadurch, durch diese Bohrungen, die beiden Stangen durchgeführt und gehalten, wenn man, wie gesagt, dann obere Lagen beladen möchte. An diesen Schnellspannern kann die Lichtbrücke installiert werden. Der Anhänger hat ja ursprünglich mal eine 20 km/h Zulassung gehabt. Bin mir nicht ganz sicher, ob die immer noch besteht. Vermutlich nicht, da ich doch einiges am Rahmen verändert habe. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin ja sehr, sehr wenig auf öffentlichen Straßen unterwegs. Wenn ich aber doch einmal eine kurze Strecke auf der Straße fahren muss, kommt hinten die Lichtbrücke dran mit einem Folgekennzeichen, Blinker, Bremslicht, Rücklicht etc. An diesen zwei Haken, das sind die elementarsten Haken für die Ladungssicherung. Also sind praktisch dazu, wenn man Meterbloche geladen hat, wird quasi der lange Spanngurt hinten einmal eingehängt, wird vorgeführt um das Prallgitter rundum, kommt dann da wieder zurück, da wird die Ratschen eingehängt und somit hat man eine umlaufende Ladungssicherung der Stämme. Auf der Ladefläche selber, da in dem Bereich, wo die Kratzbodenschiene gelaufen ist, habe ich zwei
U-Stahlschienen eingesetzt. Einfach damit sich auch die Last, die drauf liegt, auf die ganze Ladefläche verteilen kann und somit aufs ganze Fahrzeug verteilen kann. Und nicht nur punktuell dann da drauf liegt, wo es halt gerade liegt. Die originalen Schienen, da wo die Kratzbodenkette drin gelaufen ist, das ist auch nur nicht ein dünnes Blech, aber nur ein 2 mm Blech. Und die ist einfach für so, ja, so punktuelle Belastungen, wie es zum Beispiel bei einem schweren Holzstamm der Fall ist, nicht unbedingt geeignet. So, dann sind wir mittlerweile auf der rechten Seite vom Anhänger angelangt. Auch da wieder die drei anderen Rungentaschen. Hinten die Steckdose, damit die Lichtbrücke angesteckt werden kann. Und dann haben wir da das Steuergerät. Das Steuergerät, also ist ein Zweihebelsteuergerät, hat den Grund, ursprünglich wäre eine Knickdeichsel gedacht gewesen, um das B- und Entladen ein bisschen zu erleichtern. Dadurch, wenn man die Knickdeichsel quasi eingeknickt hätte, wäre der Anhänger entweder vorne nach unten gegangen oder nach oben. So hätte man ein bisschen das Gelände ausgleichen können. Die ersten Einsätze haben aber dann gezeigt, dass das nichts bringt. Weil nur wenn man ein paar Grad die Ladefläche verstellen kann, das bringt in unsere Hanglagen sehr wenig. Weitaus effektiver ist da, wenn man wirklich das Gelände ausnutzt und sich dementsprechend aufstellt, dass halt das ganze Gespann bergab steht. Somit kann man da wirklich sauber beladen. Und beim Abladen ist es eigentlich so, ja, dass man eh, also mittlerweile der man ja von diesem Anhänger runter spalten. Und da steht er dann eigentlich eben, man holt sich ein Bloch nach dem anderen und kann dann da einfach sehr, sehr schnell das Ganze spalten. Das zweite Steuergerät habe ich jetzt aber trotzdem noch dran lassen. Aus dem einfachen Grund, man kann es vielleicht noch mal anderweitig nutzen, entweder für hydraulische Abstützung. Also momentan bin ich noch zwar recht zufrieden mit dem Stützrad, das verbaut ist, aber soll ja dann doch einmal irgendwas sich verändern, dann kann man dann auch vielleicht eine hydraulische Abstützung machen. Oder was auch noch denkbar wäre, ist hinten unter die Ladefläche noch eine hydraulische Seilwinden zu bauen. Und dann kann man dementsprechend sich die Ware zum Anhänger zuzeugen mit der Seilwinden. Wobei ich sagen muss, ist jetzt für uns auch eher momentan noch uninteressant, weil wir sowieso immer zu zweit oder mit zwei Fahrzeugen draußen haben. Am Glambulduk ist dann eh immer Seilwinden mit dran. Und von daher hat man da jetzt bisher den Bedarf nicht. Wie gesagt, das Steuergerät ist gut drin, wenn man irgendwann mal was braucht. Das ist auch die Leitung bereits bis vor verlegt. Also man kann da auch vorne was abgreifen, könnte dann auch vielleicht vorne am Prallgitter noch irgendwie ein Seilwinden oder was mit drauf machen. Schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt und ob sie vielleicht die Anforderungen doch noch mal ändern. Dann haben wir da wieder den zweiten Unterlegkeil. Die zweite Staubox, die ich euch auf der anderen Seite schon gezeigt habe. Da sind jetzt die Spanngurte drin, die man braucht. Einmal der lange, wo ich vorher erklärt habe, den man rundum legt. Und einmal ein kürzerer, ein schmälerer. Den kann man einmal da an diesem Haken so rüberlegen. Und hinten haben wir dann auch noch mehr Einhängemöglichkeit. Und somit kann man dann, wenn man Fixlängen fährt, also praktisch wenn man ja, Langholz draufladen, wie beim Rückanhänger, dann kann man da halt die Ladung dementsprechend noch axial sichern. Das war es dann für die Seiten eigentlich auch schon wieder gewesen. Last but not least haben wir dann noch die Vorderseite. Auf der Vorderseite sehen wir zum einen mal die jüngste Errungenschaft. Das ist da eine Kettensägenhalterung. Die Halterung, da habe ich mir eine Kleinserie aufgelegt, die habe ich auch selber gebaut aus Siebdruckplatten. Insgesamt glaube ich 5 Stück. Ich habe eine dran am Häcksler, eine an der Heckschaufel, eine am Spalter, eine am Anhänger und eine habe ich an Schwager geschenkt. Zum einen das, dann haben wir ein Stützrad, die ganze Medienversorgung, sprich Druckluftversorgung, Stromversorgung für die Lichtbrücke hinten, also fürs Fahrzeuglicht. Die Hydraulikversorgung für die Schwinge, bedient wird das Ganze über das doppelt wirkende Steuergerät vom Traktor. Also das kann man drinnen arretieren, dass der quasi immer rundum läuft. Hinten das Steuergerät hat einen drucklosen Umlauf.
Das heißt, das wird halt dann ständig rundum pumpt und wenn man hinten dann die Hebel betätigt, hat man die Hydraulikleistung anstehen. Hinterm Stützrad, das seht ihr nicht, da geht dann das zweite oder die Leitung vom zweiten Steuergerät vor. Das ist natürlich verschlossen, damit da nicht irgendwie ein Ölunfall passiert. Auf der drüberen Seite seht ihr dann noch zwei Federklammern, also ich weiß nicht, ob ihr es seht, da drüben drunter. Und diese Federklammern werden dann quasi, wenn der Anhänger abgehangen ist, wird die Luftleitung oder die Luftkupplungen eingesteckt. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit unserem Rundgang. Ihr seht schon, es ist relativ einfach gehalten, alles, also relativ rudimentär ausgeführt. Wenn man es jetzt so fertig stehen sieht, sagt man ja, oder werdet ihr ja sicherlich sagen, mag ich jetzt nicht eure Meinung in den Mund legen, aber es schaut alles sehr einfach aus. Allerdings hat da schon ein bisschen Entwicklung stattfinden müssen. Das waren einige Abende, wo ich da drüber gebrütet habe, bis ich da auf die Lösungen gekommen bin, so wie es jetzt da sind. Aber ich bin immer der Meinung, die einfachsten Lösungen sind immer die genialsten und da lohnt es sich schon, dass man das eine oder andere oder die eine oder andere Minuten länger überlegt. Ich muss sagen, ich bin mit diesem Gespann sehr zufrieden. Das ist eine immense Arbeitserleichterung, wenn man davon ausgeht, dass man ich und meine Frau da immer alleine unterwegs sind, ist das eine sehr, sehr große Hilfe. Es wird wahrscheinlich auch weitaus mehr Einsätze mit diesem Gespann geben als dann auch mit dem Forstkran, weil wir halt einfach, wie ich eingangs schon gesagt habe, überwiegend nur Brennholz machen und eher weniger Fixlingen oder dass man sagt, man macht Wertholz. Und von daher ist wahrscheinlich der Meterholzwagen weitaus mehr gefragt als der Rückgewagen. Das war's dann auch schon wieder mit der Vorstellung von meinem Forstanhänger. Ich hoffe, ich habe die Details ein bisschen beleuchten können, die euch interessieren. Wenn noch Fragen offen sind, schreibt mir es bitte unten in die Kommentare. Dürft ihr auch so gern kommentieren. Ich freue mich auch, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert mich. Da ist mir sehr geholfen damit und ihr zeigt es mir damit, dass es euch gefallen hat. Wer mich unterstützen möchte, unten in der Infobox findet ihr auch noch meine Wunschliste. Da habe ich ein paar Sachen eingestellt, die ich noch brauchen kann. Werkzeug kann ich eigentlich immer brauchen. Und wenn ihr mich da unterstützen wollt, ich freue mich über jede Zuneigung und über jede Zuwendung. Aber genug der Bettlerei. Nochmal recht herzlichen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sage ich danke, merci und servus. Bis zum nächsten Mal. Euer Holzfuchs.